haben uns gar nicht Hallo. mehr gemeldet, gestern auch nicht. Ich bin hier so komplett reingezoomt. Sicher? Ja. Wir werden, wenn wir wieder bei mir sind, mal ein bisschen reden, wie die Tage noch waren, war? Ja. Ja, jetzt eigentlich kaum Zeit, jetzt richtig mitzufilmen. Auf jeden Fall sind wir gerade bei Robert. Und wir gehen heute zur. Mani, nein, nein! Wir gehen heute zur Welpenschule. Ja, wir waren hier noch einmal draußen. Und jetzt spazieren früh. Ja. Und jetzt entdeckt Mali hier die Wohnung. Und Mali hat ein, wie kann man das ausdrücken? Ein Ein geliebt, Liebesfreund. ein liebes Freund. Ich zeige euch mal den. Das ist Bolle. Ich wollte ja früher immer einen Hund, einen Beagle. Und den habe ich Bolle genannt und den habe ich mir zugelegt. Und der Rest wird zensiert. Und irgendwie mag er den ziemlich gerne. Aber das bleibt privat, nicht wahr, Mali? Und wir können dein Gesicht mal kurz zeigen. Ja, macht's Spaß? Ja? Ja? Ja, auf jeden Fall ist das ganz schön viel hier für ihn. Das ist alles neu und so, aber. Robert hat hier provisorisch die Tür mit den Flaschen zugestellt und er meinte schon, dass er sich hier draufgesetzt hat. Aber es hat gut geklappt, nicht wahr? Du konntest auch ein bisschen schlafen, oder? Ja. Komm, komm hoch. Komm, komm, komm. Los, komm, weiter. Mali, komm. Los, komm. Mali, komm. Komm, Mali. Mali, komm. Komm. Los, komm, runter. Na, los. Na, komm. Andere Seite. Das ist eben immer mal. Ja, ein toller. Ja, der ist schön. Ja. Du musst da runter. Komm hoch. Hier, komm hoch. Na, los. Mehr los, und andere wieder runter. Robert, guck mal! Ja, die machen das zusammen. Maxe! Mali, toll! Guck mal hier, komm mal hier. Komm mal rum. Guck mal hier. Mali, komm mal hier. Hier. Wie hat er sich? Mali, Mali, hier. Komm her, komm, fein, 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 gehst du nochmal zurück? Mali, Mali. Hunde haben sich gefunden, na, siehst du. Tauscht euch mal über die Jagd aus. Was hat er denn da am Hals? Was bammelt denn da? Ja, Halsband. Halt so, also so eine kleine. Nicht. Nee. Er trägt eins. Mali, komm hier. Erzähl mal, wie Mali, Mali. Die von der Schule fand. Mali. Komm hier. Hier. Geh zu Robert. Hier. Hier. Wie war's, Schatz? Sehr gut. Sehr erfolgreich. Sehr viele neue Hunde kennengelernt. Mali. Mali, weißt du, dass es schon voll spät ist? Wir waren gerade noch Roberts Oma besuchen und Robert ist schon oben und bereitet Mittagessen vor und Mali schläft jetzt. Es war sehr schön in der Welpenschule und es hat übrigens 8 Euro gekostet, falls euch das interessiert. Ich bin ein bisschen müde und kalt, weil wir waren jetzt 2,5 Stunden draußen, fast 3 und mir ist kalt. Hallo aus dem Bett. Ja, ich habe geschlafen. Und alle stolz auf mich sein. Ich habe geschlafen. Und mehr ist nicht passiert. Außer, dass ich mein kleines Schieferchen vermisse. Sonst gibt's nichts zu erzählen. Bis später. So, das ist irgendwie ein bisschen nass. Nein, hat er gepult.
Mali ist ganz müde. Flock-Update. Mali hat gerade einem ferngesteuerten Auto hinterher geguckt. Mali, komm. Ich kann noch die Ecke runtergehen. Stimmt. Komm, Mali, komm. Hinten nicht wahr, oder? Ist egal. Wird dir eh nicht schmecken. Dreckig das Wasser. Bist du nass geworden? Bist du nass? Fein! Fein! Wer hat sich denn hier hingesät? Schläft er jetzt so? Ihr wart gerade unten, war. Mhm. Sieht zumindest so aus, man hätte sich auch bequem einlegen können. Ach, warum denn? Man sieht mal dein schönes Halsband. Kann ich das mal zeigen? Naja, wenn's gefällt. Ist jemand erschöpft und geschafft? War ja auch ein anstrengender Tag. Wir snacken gerade. Ja, weiß, wer da von heute von Hunden träumen wird. Dass immerhin mal Zeit zum Essen war. Mhm. Hier oder woanders? Wo wieder hier? Nee, die Tür. Wir sind wieder hier an unserer altbewährten Stelle. Wir haben uns extra hier unten ein paar Kreuze auf die Fliesen geklebt, dass wir an derselben Stelle stehen können. Die Pflanze hier drüben, die ist ein bisschen größer geworden. Man kann es leichter atmen. Oh, Entschuldigung. Ich bin schon wieder aufs Irrt. Ich rede weiter. Und der heutige Tag, ja, ihr habt so schon ein bisschen gesehen, wir waren heute früh bei der Hundeschule bzw. Welpenschule. Das hat uns sehr, sehr gefallen. Wir werden das jetzt so oft wie möglich wahrnehmen, wie es geht. Waren schon ein paar hilfreiche Tipps. Mali hat mit ganz vielen kleinen Hunden gespielt gehabt. Sind wir so knuffig. Wir sind schon Treppe gestiegen, weil die Trainerin gesagt hatte, ja, Welpe darf ruhig auch mal eine Stufe gehen, weil der muss sich auch daran gewöhnen. Der darf es halt nicht zu viel machen. Also mal ein, zwei Treppenstufen soll er ruhig gehen. Das hat Mali gemacht gehabt. Mali ist dann heute gleich mal bei mir zu Hause eine Etage nach oben geklettert, die Treppen, und hat dann auch immer oben gestanden, gewartet. Und ich war, oh Gott, wo ist er hin, wo ist er hin? Und oben hat er vor der Türe gestanden. Genau, wir waren... haben wir Mittag gegessen. Haben meine Oma besucht, haben Mittag gegessen. Wir waren auf dem Rückweg... Auf dem Rückweg sind wir noch mal an den See gefahren. Da war Mali noch gar nicht gewesen. Und erstaunlicherweise, nachdem ich ein kleines Stöckchen ins Wasser geworfen habe, ist er sogar dann reingetapselt. Ich würde sagen, bis zu den Knöcheln. Ja, das habt ihr ja gesehen. Das war total toll. Und ich habe ihn auch hochgenommen. Und dann hat er so mit allen Vieren, hat er so versucht zu schwimmen. Jedenfalls ist er heute auch wieder geschafft. Ja. Also er ist schon sehr geschafft. Und ich muss sagen, es klappt eigentlich schon ganz gut. Wenn er schläft, schläft er. Wenn er dann wach wird, dann kann er eigentlich auch pullern gehen, dann huschen wir relativ schnell nach unten. Was immer noch so ein kleines Manko ist, wir haben immer noch nichts, was leuchtet, was man irgendwie an ihn ranmachen kann, dass man im Dunkeln auch sehen, wenn wir unten sind ohne Leine. Mhm.
Weil, wie gesagt, der kleine Wurm, der ist so schnell, der rennt irgendwo hin, wo es dunkel ist und dann. Marlin, nein! Marlin, nein! Jetzt kauert er an meinem Körbchen. Jetzt nicht mehr. Ja, der legt sich schon wieder hin. Und wir werden dann Abendbrot essen. Mali hat schon Abendbrot gegessen. Wir haben auch festgestellt, ja, das ist also das Rinti, was wir jetzt mal genommen hatten, was die Züchterin noch sagte, das isst er sehr gern. Ich muss so sagen, das riecht doch sehr gut. Das riecht wie so Frühstücksfleisch aus der Dose. Also ich, wenn ich es nicht wüsste und man das auch machen würde, würde ich mir das aufs Brötchen machen. Also das ist nicht das Problem. Währenddessen wir gestern bei mir so eine Tüte aufgemacht hatten. Multifit. Und ist ja nicht reingegangen. Das hat auch irgendwie, es hat das komisch gerochen. Es sah nicht schön aus. Es sah nicht schön aus und Mali hat es nicht geschmeckt. Also wie das jetzt beim Rindy, da leckt er die Schüssel so aus, dass die blitzblank ist. Bei dem anderen hat er es drin gelassen. Also da hat er vielleicht ein Viertel gegessen, da haben wir noch ein bisschen Trockenfutter dazu gegeben, dass er auch ein bisschen was hat. Wir werden die Tage mal ein bisschen Reis kochen und machen das mit rein. Genau. Achso, ich kann ja noch kurz sagen, zu dem Clip, ich weiß gar nicht, ob der jetzt davor, nee, wir waren ja beim See. Ich habe meinen Mental Breakdown überstanden, also keine Sorge, aber ich war ganz traurig wegen Morfelchen. Aber ich vermisse sie halt noch sehr. Aber ich bin froh, dass ich meinen Robert an meiner Seite habe. Und genau, ich weiß gar nicht, hast du schon Hunger? Noch nicht. Wir spielen noch ein bisschen. Eine halbe Stunde. Ich habe auch noch nicht so richtig. Ja, na, dann aber irgendwie noch einen Kaffee noch trinken hätte ich vor. Dann trinkst du noch einen Kaffee. Das wäre cool. Ja. So, dann verabschieden wir uns auch wieder aus diesem Blickwinkel. Ja, vielleicht kommt ja auch nichts mehr, weil jetzt ist halt dunkel und ihr wisst eigentlich, wir essen. Wir gehen noch mal raus. Gehen schlafen. Ja, dann stehen wir morgen früh wieder auf. Genau, und dann seht ihr, morgen drehen wir noch mal. Ja. Mal schauen, wie lange wir das noch machen. Auf Arbeit. Mhm. Tschüss. Tschüss.